Machen die erstmal jetzt Küste weiter oder gehe ich lieber in die andere Richtung? 15 Uhr sonst wie. Okay, wie viele Rivali habe ich noch? Ich habe noch drei Rivali. Ich habe quasi die Wahl. Schön. Was ich auch habe, ist die Schnauze voll von diesen Wächterfotos. Ich hätte das gerne nicht mehr und das hätte ich auch gerne nicht mehr und das ebenso. Und du kannst mich auch mal kübelweise. Va bene. Wuhu, Platz. Also jetzt ernsthaft, ich warte darauf, dass der blöde Ballon irgendwie mal. Ist mir doch wumpe, ob der Bockbogen gleich zerbricht. Leck mich, Dreckskrog, dich brauche eh keiner. Okay, Rivali ist noch weit. Oh, wir sind auf dem Berg hier, verstehe. Da könnte natürlich die Uhrzeit schon wieder zu spät sein, weil aus Prinzip. Alter, wie hoch ist denn dieses Scheißding? Ein Glück kann das hier oben nicht regnen. Sonst wird es das ja wahrscheinlich jetzt auch tun. So, also unser Ziel ist es. Das da zu schattieren. Was sogar noch funktionieren kann. Oder auch nicht, weil mittlerweile die Sonne zu weit untergegangen ist. Ist das jetzt dein Ernst, Alter? Piss dich aus meinem Gebiet.
Was? Nein, Exalfos gehen mir nicht auf den Senkel. Hüttentagebuch lesen, bitte. Hier werde ich meine Forschung zur Heldenprüfung dokumentieren, die in den verschneiten Gerudo-Bergen ruht. Tag 1. Ich begab mich in die Berge, um die Heldenprüfung zu erforschen, welche in einem alten Dokument erwähnt ist. Am Sockel der verschneiten Gerudo-Berge schlummert die Heldenprüfung. Den im Dokument erwähnten Sockel habe ich bereits erreicht. Tag 7. Nun ist schon eine Woche vergangen, seit ich den Sockel in verschneiten Bergen entdeckt habe. Meine Nahrungsvorräte gehen bereits zur Neige. Doch mir fiel eine bisher unbemerkte Stelle im Dokument auf, die sich als Schlüssel erweisen sollen könnte. Leuchtet der Sockel in der Schneeberge, wirf runde Dunkelheit in seine Mitte. In den 7 Tagen, die ich hier forsche, fand ich heraus, dass der Sockel nur zu bestimmten Zeiten leuchtet. Worauf mag sich die Passage wirf runde Dunkelheit beziehen? Es will sich mir nicht erschließen. Tag, ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Ich spüre das im Sockel verborgene Geheimnis zum Greifen nahe. Dunkelheit bezieht sich auf einen Schatten, das ist mir jetzt klar. Doch meine Nahrungsvorräte sind aufgebraucht und ich kann meine Forschung nicht fortsetzen. Tja, Wolfi. Sind wir wieder genau richtig gekommen, findest du nicht auch? Fall bitte nicht im Berg runter, ich brauch dich noch. Komm bei Fuß. So, das sollte Mittag genug sein, oder? Leuchtet der verdammte Sockel? Nope. In dem Fall, Wolfi, würde ich sagen, wir warten einfach, bis das Ding leuchtet und dann werden wir bereitstehen. Oh, ich sehe gerade einen Denkfehler. Mach mal lieber, so ist besser, ne? Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Ich bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Du riechst doch manchmal traurig, ganz traurig, so traurig. Er ist so furchtbar traurig, dann tut ihm alles weh. Nein, Wolfi, du hast da keinen Fressi gesehen. Kommst du zu... Wolfi, auf Abwägen. Sag mal, das wird dann so schwer, hier sowas wie einen Schatten mit dem Ball zu werfen, aber es könnte auch nur mir so gehen. Okay, Wolfi, drücken von der anderen Seite dagegen. Verdammt, Wolfi! Okay, Wolfi, Vollgas.
Okay, komm. Oben sind noch mehr Schneebälle. Holen wir die lieber. Sonst wird das hier nichts mehr. Revalis Sturm ist bereit. Das ist gut zu wissen, Revali. Ja, komm, mit dem Ding hier soll es doch gehen, oder? Ich vermute mal so gegen 16 Uhr. Wird also knapp. Wann waren wir gestern da? Weiß keiner mehr, ne? Ich finde, wir stehen hier ganz gut. Alter! Ja, 16 Uhr war eine super Idee. Fick, scheiß, kloppt es. Schaffen wir doch niemals den Berg rauf und wieder runter mit so einem scheiß Schneeball. Komm, Wolfi, noch eine Nacht. Boah. Weil dir der Schatten nicht gefällt, dem Pisser. Ich glaube, es hackt, ey. Dein Schneeball war leider zu klein. Muss der Arsch auch gleich wieder den gesamten Berg runterfallen. Es gibt kein Mittelding. Es gibt nur absoluter sofortiger Erfolg oder totale Pleite zum fünften Mal. Warum kann nicht mal irgendwas beim zweiten Mal klappen? Ist auch legitim. Muss es immer nach zig Millionen Versuchen sein? Da! So, jetzt habe ich es noch ein Stück größer gemacht. Kann nur besser werden. Wolfi, weg da. Ich will nicht aus Versehen diesen verdammten Ball werfen. Wenn dir kalt ist, renn woanders rum. Ich sehe doch, dass du zitterst. Los, renn im Kreis. Mach dich warm. Ich werde jetzt hier stehen bleiben bis 16 Uhr. Es sind noch 2 Stunden. Und dann sehen wir weiter. Du brauchst mich gar nicht so vorwurfsvoll ansehen. Du hast volle Herzen, von daher brauche ich dir auch kein Fressi geben. Dein Glück ist links so stark. Stell dir mal vor, du müsstest dann eine Viertelstunde mit so einem Eisbrocken über dem Kopf stehen. Da würden maximal die Arme mittlerweile zittern und eigentlich gehe ich davon aus, dass jeder mittlerweile unter diesem Schneebrocken begraben werden worden sein würde. Und jetzt wie so ein Schneemann durch die Gegend hoppelt. Wenn das Ding auf einem drauf landet und so der Kopf noch rausguckt, der dann auch noch eingeseift wird. Ja, ich weiß, ist nicht spannend, Wolfi, aber was willst du machen? Eine Stunde noch, ja? Das hältst du aus, oder? Dann können wir Kinder fressen gehen.
Verspreche ich dir. Ja, zumindest in einem Dorf, wo Kinder sind. Ob du sie fressen willst, es liegt dann an dir. Aber ich glaube, du teleportierst dich sowieso wieder weg, bevor du da bist. Wahrscheinlich, damit du nicht in Versuchung kommst. Finde ich sehr anständig von dir. Aber du musst dir auch mal was gönnen, Wolfi. Damit meine ich jetzt keine Schneewürmer oder so. Du brauchst sie gar nicht anfangen umzugraben. So, was sagt der Schatten? Der Schatten sagt, ich habe einen Lappen. Ja, klar, Joy-Con. Jetzt fang nicht an, nach links zu laufen. Bist du bescheuert? Toll, wir haben das Masterschwert zurück. Und das war jetzt so anders als eben hier. Ihr könnt euch alle denken, was ich jetzt tun werde, oder? Leck mich! Komm, Wolfi, wir machen wieder was Sinnvolles. Wirf vorher noch das Buch ins Feuer, sonst finden wir noch irgendwer diesen Schrein. Das wäre irgendwie doof. Sumasama-Schrein. Oder noch besser, wir lassen das Buch liegen. Und wenn der Typ das nächste Mal vorbeikommt, sieht er den Schrein und denkt sich... Dann schreiben wir noch irgendwie was da rein von wegen... Ich hab's gefunden, Edge. Danke für den Fisch. Sehr schön. Nur abholen. Keine Prüfung der Kraft. And it is. Im Inventar. Wie war's? Kein Platz. Warum nicht? So, das Eisschwert gibt's immer noch. Ich dachte, das wäre zerbrochen. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Hui, Nummer 7, glaube ich. Ring. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja, whatever, Dude. Klar doch. Kriege ich den da rausgestrichen? Keine Ahnung. Okay, den Schrein da auf der Karte, den haben wir auch noch gar nicht. Oh, warum nicht? Aber ich kann euch sagen, wir haben den Süden. Den haben wir jetzt mittlerweile fast abgegrast. Im Süden sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schreine. Die meisten davon waren jetzt im Wüstengebiet, die ich am Ende genannt habe. Gut. Fischerdorf, ne? Können wir da irgendwie direkt hin? Ja, ne?